Ja, diese Nachricht, die geht jetzt nochmal an den Felix aus Westhofen. Und zwar muss ich jetzt nochmal ein bisschen was erzählen. Ich erzähle jetzt einfach nochmal, also ich sage jetzt einfach nochmal kurz, was gerade passiert ist. Vor ungefähr einer halben Stunde habe ich nochmal mit dem Felix am Telefon geredet und er sagte zu mir, dass er mich nicht mehr haben will und dass er mich nicht braucht. Und dann habe ich Felix gefragt, was das alles sollte, warum er das macht. Und dann sagte Felix zu mir, er hat doch gar nichts gemacht. Natürlich hat Felix was gemacht. Der hat dabei mitgemacht, mich zu ärgern. Und dann hat Felix zu mir gesagt, dann zeige ich mich doch an, juckt mich nicht. Weil er weiß, dass er nichts getan hat. Natürlich hat Felix was gemacht. Der will das nur nicht zugeben. Ich erzähle jetzt nochmal, was alles passiert ist. Und zwar ist es so gewesen, dass ich Anfang letzten Jahres mit Felix auf dem Fußballplatz war. Da bin ich dann morgens angerufen worden von Felix und John, dass ich auf den Fußballplatz kommen kann, ob ich Lust hätte. Da bin ich sofort aus dem Bett raus und zu denen gefahren. Und als ich in Schwerte oben bei McDonald's war, hat mich halt Felix angerufen und gefragt, ob ich meinen Anhänger vom Fahrrad hinten dran habe. Da habe ich gesagt, nein, weil ich keinen Anhänger mehr habe. Habe ich ja auch nicht. So, und dann bin ich nach Westhofen gefahren und als ich am Fußballplatz war, hat Felix mich gefragt und John, ob ich für die Alkohol kaufen kann. Da habe ich natürlich gesagt, ja, mache ich, weil ihr meine Freunde seid. Dann bin ich zum Lidl gefahren, habe denen das geholt mit Orangensaft und so, haben die das gemischt, dann haben die das getrunken. Und nach einer halben Stunde hat Felix mich nochmal losgeschickt, ob ich denn noch eine Flasche holen kann. Dann habe ich das gemacht. Als ich wieder da war, haben wir dann viel Spaß gehabt, haben die sich später noch eine Pizza bestellt. Da haben sie mir auch mal ein Stück angeboten oder hatte ich vorher schon Pommes gegessen. Deswegen habe ich kein Pizzastück mehr runtergekriegt und dann habe ich denen das gegeben. Und danach bin ich langsam mit den John zur Bushaltestelle, also dann sind wir alle gegangen. Dann haben wir noch John zur Bushaltestelle gebracht und dann habe ich Felix gefragt, ob ich schon mal nach Hause fahren kann. Also erst habe ich noch ein bisschen damit mit Felix gesessen und dann habe ich Felix gefragt, ob ich schon mal nach Hause fahren kann. Da hat er mir gesagt, ja, du kannst schon mal fahren. Dann bin ich schon mal gefahren. So. Und im März letzten Jahres habe ich dann zweimal geguckt, ob Felix draußen ist, weil ich sowieso in der Nähe war, weil mein Vater zum Freund wollte. Deswegen dachte ich dann auch mal, dann gucke ich mal, ob Felix draußen ist. So, und dann hat er zu mir gesagt, dass er sauer ist, dass er gerne eine Woche Pause haben will. Bei der einen Woche Pause ist es aber nicht geblieben. Es wurde dann immer mehr Pause. Und 2 Monate später, also im Mai, so April, Mai, da haben die dann angefangen, mich zu ärgern. Da ging das dann los, dass sie mich da ausgeschlossen haben, mit Sachen beschmissen haben, mir meine Pommes geklaut haben. Im Juni war das mit dem Feuer. Da haben sie ein Feuer gelegt, die haben das auf mich geschoben, obwohl alle gesehen haben, dass ich das Feuer gelöscht habe. Dann haben sie mich mit einer Metallstange gejagt. Die haben mich für 4 Minuten in der Holzhütte festgehalten. Die haben mich mit einer Parfümflasche beschmissen. Die haben mir so ein Feuerzeug an die Haut gehalten. Verletzt wurde ich zwar nicht, aber es war trotzdem nicht schön für mich. Das war überhaupt nicht schön. Dann haben sie was gegen den Muttermal, der hier an meiner Backe ist, wo Haare rauswachsen. Dann wollten sie aber meinen Internet-Hotspot haben, das habe ich denen gegeben. Und dann bin ich immer wieder für die zum Kiosk gefahren, habe immer alles gemacht. Und als Dankeschön haben sie mir dann einmal, da habe ich für die Snus geholt. Als ich wieder da war, habe ich denen das restliche Geld und die Snus gegeben. Und dann haben sie mit den Fahrradreifen mit dem Messer zerstochen. Und das war, glaube ich, ein Cuttermesser, so wie ich konnte es nicht richtig sehen. Aber es war, glaube ich, ein Cuttermesser. Und ich vermute mal, ich weiß es nicht ganz genau, ich vermute mal, dass das Messer, wo der Fahrradreifen mit zerstochen wurde, dass das Cuttermesser von dem Felix gewesen ist, weil ich einmal neben Felix gesessen habe in dieser Holzhütte und gesehen habe, dass der Felix mit dem Cuttermesser da so ein bisschen an der Bank rumgeritzt hat. So leicht. Also ich weiß, dass der Felix schon mal ein Cuttermesser dabei hatte. Die haben auch generell oft Messer bei sich.
Ob sie es jetzt noch haben, das weiß ich nicht. Aber als ich da war, hatten die fast immer Messer bei sich. Auch der Felix. Dann wollte der Felix zum Beispiel, dass ich ihm eine Waffe kaufe und all sowas. Und dann haben sie mich immer nur ausgenutzt, die haben mich verarscht, die haben mich reingelegt. Und all sowas haben die mit mir gemacht. Und dann war das halt so, dass ich die im Jugendzentrum verraten habe, weil die mich geärgert haben. Daraufhin wollte Felix dann noch mehr Pause haben. Wir haben uns aber trotzdem immer wieder getroffen. So, und dann war ich irgendwann so sauer. Dann haben wir am 8. Oktober habe ich hinterm Jugendzentrum dann Müll verteilt. Das war nur ganz wenig Müll, das war nicht viel. Und dann habe ich am 10. Oktober mit dem Felix geredet. Da haben wir dann erst geredet, dass ich und Felix den Müll aufräumen, damit das nicht rauskommt. Also erst am 10. Oktober letzten Jahres habe ich mit dem Felix geredet und da habe ich den Felix gefragt, wer das jetzt im Jugendzentrum alles aufräumt. Und da sagte der Felix zu mir, du und ich, also ich und Felix, damit das nicht rauskommt. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir beide das. Und danach hat er halt das Gespräch aufgezeichnet und mich am nächsten Tag, also am 11. Oktober, im Jugendzentrum, am 12. Oktober im Jugendzentrum verraten. Am 11. Oktober war das mit dem Reden. Am 11. Oktober hat er das Gespräch aufgezeichnet und da haben wir dann auch, also erst haben wir darüber geredet, also am 11. Oktober war das so, dass ich mit Felix geredet habe und dann habe ich halt Felix gefragt, wer das am Jugendzentrum jetzt alles aufräumt. Da sagte Felix zu mir, du und ich, also ich und Felix, damit das nicht rauskommt. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir beide das. Und danach hat Felix das Gespräch aufgenommen und mich dann damit im Jugendzentrum verraten, dass ich Hausverbot kriege. Und danach haben wir nochmal zusammen geredet. Der Felix sagte zu mir, ich soll das im Jugendzentrum zugeben, mit einem guten Grund. Und habe ich mit Felix noch eine ganze Weile geredet. Wir waren dabei, alles zu klären. Und dann hat Felix zu mir gesagt, er muss nach Hause. Wenn er morgen nicht im Urlaub fährt, kommt er raus, dann reden wir weiter. Dann bin ich am 12. Oktober abends nach Westhofen gefahren, habe mich in eine Bushaltestelle gesetzt, habe Felix ein Bild geschickt, dass ich alleine bin, weil er halt Angst vor der Polizei hat. Und dann habe ich Felix gesagt, er kann kommen, dass wir reden können. Und der hat mich einfach da sitzen gelassen. Ich war richtig sauer, ich war ganz traurig, ich war beides zusammen, sauer und traurig. Und war ziemlich doll auch am Weinen. Das hat man auch auf den Audios gehört, die ich Felix geschickt habe. Und weil ich so verzweifelt war und so sauer war und so traurig war, habe ich Felix halt gesagt, dass ich 10.000 Euro Schadensersatz haben will. Was aber überhaupt nicht ernst gemeint war. Das ist mir rausgerutscht, weil ich so traurig war. Und das war überhaupt nicht ernst gemeint. Das war nicht ernst gemeint. Und dann hat Felix mich halt blockiert. Und dann hat mich halt Ende Oktober der Cousin angeschrieben oder ein anderer Kollege von Felix, dass der Kontakt nicht abgebrochen ist, dass er nur mich nur blockiert hat und nur eine Pause braucht. So, und dann war es so, dass ich Ende Dezember hat Felix mich dann angerufen und mir gesagt, dass ich die, also ich habe ja im November letzten Jahres die Videos von der Nahrungsverweigerung gemacht und am 26. Dezember rief Felix mich an, dass ich die Videos rausnehmen soll. Er überlegt sich das mit der Freundschaft. So, da hat er mir auch nicht gesagt, dass wir Freunde bleiben, obwohl mir das Ende Oktober gesagt wurde, dass wir Freunde bleiben. Und dann habe ich ja 2 Tage später die Chatverläufe hochgeladen. Nur die Chatverläufe und kurz vor Silvester dann halt die Stimme, weil ich halt noch richtig sauer war auf Felix, dass er mich so geärgert hat. Und dann hat er mich kurz vor Silvester nochmal angerufen und mir gesagt, ich soll seine Stimme aus YouTube nehmen und bitte die Chatverläufe. Dann habe ich das gemacht und einen Tag später wieder reingesetzt, weil ich halt immer noch so sauer war auf Felix, dass die mich da so schlecht behandelt haben. Und das muss man ja auch auf der einen Seite verstehen, wie ich mich fühle, wenn man so mit mir umgeht.
Ich hab den immer nichts getan. Ich war so nett zu Felix. Ich bin immer zum Kiosk gefahren für den. Ich habe alles für den gemacht. Alkohol gekauft, zum Kiosk gefahren. Hab immer das Los für die geholt. Bin immer nett zu Felix. Bin immer gekommen, wenn er mich gebraucht hat. Und anschließend werde ich dann so scheiße von dem behandelt. Das habe ich auch überhaupt nicht verdient. Auch das mit dem Kontaktabbruch jetzt. Das habe ich nicht verdient. Und Felix sollte auf der einen Seite mal froh sein, dass ich ihn überhaupt noch haben will. Weil sowas geht echt gar nicht. Und dann ist es halt so gewesen, dass ich nach Silvester dann halt sein Foto, seinen Namen und seine Adresse und seine Telefonnummer hochgeladen habe, weil es mir gereicht hat. Er konnte mir immer wieder nicht sagen, ob wir jetzt Freunde bleiben. Obwohl mir Ende Oktober letzten Jahres wurde mir gesagt, dass Felix auf jeden Fall mein Freund bleibt. Und nur Felix hat sich immer wieder geweigert, sich zu vertragen. Der hatte mich immer weiterhin dann nur blockiert. Und bei Snapchat hat er mich inzwischen wieder geaddet, aber er öffnet meine Nachrichten nicht mehr. Und ich finde das auch echt nicht korrekt, dass man so mit mir umgeht. Also ich habe schon keine Freunde. Und Felix war mein einziger bester Freund. Und dass der auch so mit mir umgeht, das nimmt mich einfach so sehr mit. Und deswegen mache ich heute die ganzen Videos. Mir geht's zwar so wieder gut. Also, mir ist auch als ich in der Klinik war, ist mir definitiv gesagt worden, dass es nicht an mir liegt, dass die so zu mir sind. Ich kann da überhaupt nichts für, dass die Leute aus Westhofen da so mit mir umgehen. Da kann ich überhaupt nichts für. Mir wurde auch gesagt, dass ich wertvoll bin. Dass ich ein guter Mensch bin. Und das finde ich auch. Ich bin ein richtig guter Mensch. Nur, ich wehre mich halt auch so mit den YouTube-Videos. Ich bin nicht einer, der draufhaut. Ich wehre mich dann halt so. Wie soll ich mich sonst wehren gegen so viele Leute? Felix hilft mir nicht, der macht überall bei mit. Dann stehe ich ganz alleine da und soll mich alleine wehren gegen so viele Leute. Wie soll das denn gehen? Vor allem, ich finde das echt nicht korrekt, dass Felix nicht auf meiner Seite ist. Der ist auf deren Seite, hilft dabei mit, mich zu ärgern und mich fertig zu machen, statt mir zu helfen. Und das finde ich halt überhaupt nicht in Ordnung. Wie gesagt, der Felix, der hat nur dabei mitgemacht, mich so zu ärgern. Aber trotzdem macht man sowas nicht, weil das ist für mich so schlimm, dass ich sogar in der Klinik gelandet bin. Ich bin hauptsächlich wegen dem Verhalten von dem Felix in der Klinik gewesen. Die anderen Freunde von Felix sind zwar auch mit daran schuld, dass ich in der Klinik war, aber hauptsächlich war ich wegen dem Verhalten von dem Felix in der Klinik. Und das, finde ich, geht echt gar nicht. Und der Felix sieht das nicht mal ein, dass er Fehler gemacht hat. Der sieht nicht ein, dass er Fehler gemacht hat. Der sagt noch, es juckt mich nicht, wenn du mich anzeigst. Gut, dann zeige ich ihn halt an. Kann ich dann auch nichts dran ändern. Wenn ihm das sowieso nicht interessiert. Aber von meinem Anwalt wird er auch noch hören. Da kann er sich drauf verlassen. Ich lasse mir doch sowas nicht gefallen. Der hat mich nur verarscht. Dann sagt er noch vorhin zu mir am Telefon, dass er mich mal gemocht hat. Ja, das glaube ich ihm aber im Moment nicht. Weil es ist so, wenn er mich wirklich mögen würde, oder wenn Felix mich wirklich mögen würde, dann könnte er ja mein bester Freund bleiben und sich mit mir vertragen und sich wieder regelmäßig mit mir treffen, sich mal entschuldigen und mich auch mal besuchen kommen und alles. Ich habe ihn vorhin gefragt, warum er mich nie besucht hat. Hat von der Zeit her nicht geklappt. Ja, aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, andere Kollegen, da kann er übernachten. Aber mich mal besuchen kommen, dafür ist angeblich keine Zeit. Also der braucht mich nicht zu verarschen. Der schläft schon mal bei anderen Kollegen, der Felix. Und mich zu besuchen, das dauert angeblich zu lange. Also der verarscht mich doch von vorne bis hinten. Ich habe den Felix ja vorhin gefragt, warum er mich nie besucht hat. Die Entfernung ist angeblich zu weit und der hat es von der Zeit her nicht geschafft. So, und so weit ist es von Westhofen bis nach Holzwickede nicht. Und Felix geht so oft zu anderen Kollegen. Und schläft auch öfters mal bei anderen Kollegen. Und um mich zu besuchen, ist angeblich keine Zeit.
Der braucht mich nicht zu verarschen. Der hat mich nicht gemocht. Also das denke ich jetzt zumindest, dass er mich nicht gemocht hat. Und zwar auch am Anfang, und zwar auch, ich denke jetzt auch, dass er mich nie gemocht hat. Weil so mit mir umzugehen, das ist echt eine Riesensauerei. Ich bin so nett, ich habe alles für den gemacht. Ich habe mir immer Zeit für den genommen, bin immer zum Kiosk gefahren, ich habe alles gemacht für den. Und das ist dann der Dankeschön. Das ist dann das Dankeschön, dass ich so nett war. Als Dankeschön will er mich dann gar nicht mehr haben. Und das habe ich echt nicht verdient. Weißt du, ich hatte in meiner Schulzeit, ich hatte nie Freunde. Ich wurde so oft immer geärgert. Ich hatte nie richtige Freunde, habe jetzt immer noch keine richtigen Freunde. Und langsam reicht's mir auch. Weil wenn ich dann Freunde habe, dann ärgern sie mich. Und das habe ich wirklich nicht verdient. Hier in Holzwickede, da habe ich ja auch keine richtigen Freunde. Hier chillt ja auch nie einer mit mir. Ich bin ja immer nur alleine. Und das, was Felix mit mir gemacht hat, das ist echt so schlimm für mich. Das geht echt gar nicht. Weil ich bin hauptsächlich wegen dem Verhalten von dem Felix in der Klinik gewesen. Und das interessiert ihn gar nicht. Als ich vorhin nach Westhofen gefahren bin, heute Mittag, da habe ich zu Felix gesagt, dass ich sogar wegen dir in der Klinik war. Also da habe ich, als ich heute Mittag nach Westhofen gefahren bin, da habe ich zu Felix gesagt, dass ich wegen dir in der Klinik war. Da hat Felix zu mir gesagt, er weiß es. Aber er hat sich nicht mal entschuldigt, nichts. Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Zu solchen schlechten Menschen wie Felix. Weil verdient habe ich das echt nicht. So behandelt zu werden. Obwohl ich immer so nett bin. Mit den YouTube-Videos, das mache ich ja erst seitdem Felix mich blockiert hat. Felix ist auch selber mit dran schuld, dass ich die Videos mache. Er hätte mich nicht ärgern dürfen. Ich habe Felix immer gesagt, wenn du mich ärgerst, hat das Konsequenzen für dich. Also Felix wusste, und was ich auch mal ganz ehrlich sagen muss, Felix wusste von meiner Behinderung, der wusste, dass ich mich nicht wehren kann, der wusste, dass ich immer alleine bin, und Felix wusste über alles von mir Bescheid. Der wusste von meiner Kindheit, der wusste, dass ich nie Freunde hatte, und der wusste, wie ich früher mal behandelt wurde. Felix wusste über alles von mir Bescheid. Und dann ärgert der mich auch noch. Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Das finde ich gar nicht in Ordnung. Felix wusste alles von mir, wie schlecht ich behandelt wurde, und dann ärgert der mich auch noch. Und verarscht mich und legt mich rein, nutzt mich aus, ärgert mich und all sowas. Das finde ich geht echt gar nicht. So mit Freunden umzugehen. Und was ich jetzt noch ganz ehrlich sagen muss, ich werde jetzt eine Anzeige machen nächste Woche gegen Felix. Und der Felix, der hat jetzt immer noch die Chance, mich als Be der Felix aus Westhofen, der hat jederzeit dazu die Chance, mich als besten Freund zurückzukriegen. Der Felix aus Westhofen, der hat jederzeit dazu die Chance, mich als besten Freund zurückzukriegen. Aber der muss sich ändern, der kann so nicht weitermachen. Weil das ist so schlimm für mich, was da alles passiert ist. So geht man nicht mit Freunden um. Felix sollte sich mal schämen für das, was er gemacht hat. Und auch die anderen da, die sollten sich mal schämen.